Wir stricken jetzt einen japanischen Handschuh. Jetzt muss ich mal schauen, wo meine Stricknadel und Häkelnadel ist. So. Man kann daraus auch eine Handstulpe machen. Ich zeige es für beides. So. Erstmal nehmen wir jetzt oder häkeln uns 10 Maschen auf die Stricknadel. Stopp. Zwischen Häkelnadel und Stricknadel. Das ist jetzt hier mein Lieblingsanschlag geworden irgendwie. So viel haben wir. 2, 4, 6, 7, 8, 9 und 10. So, das ist übrigens hier von Temu das Nadelspiel 2 mm. Dann nehmen wir uns die zweite Nadel. Wir arbeiten das über 3 Nadeln erstmal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Da gehen nur 5 drauf und auf die letzte machen wir 6. 1, 2, 3, 4, 5. So, und die sechste ist auf der Häkelnadel. Die nehmen wir jetzt noch mit rüber. Häkelnadel an die Seite. Jetzt wird es ein bisschen, naja, sag ich mal. Wir müssen ja jetzt die ganzen Sachen hier ordnen, sortieren. Wo gehört jetzt was hin? Wo muss was hin? So. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr, es muss jetzt so, ja, so muss es hingelegt werden von euch. Dass dieser Anfangsfaden, nee, Quatsch, Moment, einmal so und dann drehen. Wird, genau. Das kann man nicht zur Runde schließen. So. Der Anfangsfaden muss nach rechts zeigen. Der da nach rechts und der Arbeitsfaden nach links. Dieser hier. Jetzt müssen wir das Ding hier erstmal zur Runde schließen. Heißt, die eine Masche, die wir gerade eben zu viel hatten, nehmen wir jetzt hier mit rüber. Versuchen nichts zu verlieren. Das ist immer am Anfang ganz, ganz doof. So, dann stricken wir das hier, die beiden Maschen. Wenn ich es denn hinkriegen würde. Das ist ganz schön doof am Anfang. Diese beiden hier eigentlich recht zusammen. Eigentlich. Wenn es denn funktionieren würde. So, genau. Ihr dürft nichts verlieren hier, ne? Keine Nadel, keine Masche, kein gar nichts. Das ist so schlimm am Anfang. Gut, alles rechts rüber. Dann haben wir schon mal die Runde geschlossen. Ja, seht ihr hier? Ja,
Ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich war ich auch noch aus dem Bild gerutscht jetzt. Ja, kann ich jetzt gerade leider nicht ändern. So. Uff, es ist sehr sportlich hier, die ganze Geschichte. So, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo ich hier bin. Eieiei, ich sehe es selber fast nicht mehr. Nee, alles gut. Da ist keine Masche mehr. Da können wir die Nadel schon mal entfernen. Ups. Entschuldigung, da war die Nadel genau vor der Kamera. So, jetzt müssen wir hier weitermachen. Rechte Maschen. Und die letzte. Na, komm her. So. Und weil es so schön war, ironisch gemeint, machen wir das alles nochmal. Wir haben ja schließlich 3 Nadeln. Und dann geht es gleich, das muss ich selber überlegen, mit 1 rechts, 1 links weiter. Genau. So, komm her, letzte Masche. Zack. So. Jetzt sind wir wieder. Ja, ihr seht es hier an diesem Punkt, wo wir unseren Anfangsfaden haben. Jetzt nehme ich mir schon einen Maschenmarkierer, falls die Kamera nicht runterfällt, vom Stativ. Passiert mir ja auch gerne in letzter Zeit. So, na komm. So, das jetzt hier rein. Es ist für alle besser. Egal ob Anfänger, Profi oder sonst was. Es ist besser. Glaubt es mir. Ich habe es schon an diesem hier ausprobiert, ne? Maschenmarkierer ist einfach besser. Ja, ich habe daraus einen Fingerhandschuh gemacht, weil ich das so wollte. Punkt. Ja, und genau, wir stricken das alles, keine Panik, wir stricken das als Stulpe und auch als Fingerhandschuh. Yay! Ja, wie immer, ich bin halt so, ne? Ich mache immer aus allem mein eigenes Ding. So, und jetzt geht's hier los mit eine Masche rechts, eine Masche links. Rechts können wir mittlerweile alle, ne? So, linke Masche, Faden auf die Nadel oder vor die Nadel. So einstechen, Faden holen, durchziehen, durch alles durchziehen, auch durch die Masche natürlich. So, jetzt sagen gleich wieder die Profis, was labert die Alte da schon wieder? Das wissen wir doch. Trotzdem erzähle ich das. So. Wem das immer noch zu schnell ist. Da sind 3 Pünktchen, da draufklicken. Da kommt Videogeschwindigkeit oder einfach nur Geschwindigkeit. Da könnt ihr das einstellen, ob weniger oder ob schneller. Falls jetzt ich immer noch hier zu schnell bin und ihr nichts gesehen habt oder was weiß ich. Ja, so. Und das macht ihr dann jetzt hier über 12 Runden. Das sieht erstmal jetzt sehr breit aus, ist es aber nicht. Ich habe es ja schon gestrickt. Ne? Gut, wenn ihr hier auf rechts endet, müsst ihr hier natürlich mit links weitermachen. Und umgekehrt, wenn ihr hier mit links endet, da mit rechts weitermachen. Jo, und das machen wir jetzt alle so lange, bis der Daumen, also ich habe es bis hierhin gestrickt, dieses ganze Teilchen muss, der Daumen muss komplett eigentlich gestrickt werden. Dann erst geht es mit den Zunahmen hier los. Bis dahin.